Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Set-Besprechung. Wir haben jetzt als letztes noch gar nicht so lange her, war glaube ich Anfang diesen Monats, haben wir das Set Flames of Destruction besprochen. Und ja, diesen Monat ist ein weiteres Set rausgekommen, ein Only Holo Set, so ein Nebenset, nämlich Dark Saviors, das drei Themen supportet, beziehungsweise eins supportet und zwei neue Themen kommen raus. Das sind rausgekommen, nämlich einmal die Skyfangs, ich nenne sie Skyfangs, dann die Bearish und die Vampires. Genau. Bevor wir jetzt allerdings auf die Money Cards kommen, da haben wir jetzt eine kleine Umstrukturierung vorgenommen. Erstmal die Themen im Allgemeinen besprochen, ist glaube ich besser. Genau. Zuerst mal diese Bearish. Das ist ja, glaube ich, das sind ja die Themen oder das Thema, das ja momentan ziemlich stark im Fokus steht. Auch wegen der Money Card, der relativ teuren Karte. Was kann denn das Thema? Ich habe gehört, dass das so ein Zodiac-Abklatsch werden soll. Genau, also erstmal auch hallo von meiner Seite aus. Ach ja, richtig, genau, das haben wir fast vergessen. Julio ist auch mit dabei. Genau, ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall, also also erstmal kurz der Hintergrund, das hieß im OCG Brandish, was ich als sehr, sehr coolen Name empfunden habe. Bei uns heißt das Ganze Sky Striker, zu Deutsch Himmelsjäger. Über den Namen kann man dann wieder denken, was man mag. Aber generell ist das halt ein unfassbar neues, starkes Thema, was im OCG eigentlich jetzt schon seit mehreren Monaten da. Ja, die Meta für sich fast alleine beansprucht. Bei uns muss man aber noch ein bisschen abwarten, weil man weiß halt noch nicht so recht, ob das Thema wirklich als eigenes Deck gut spielbar ist oder eher als kleine Engine, weil man kann dieses Deck halt quasi überall rein splashen, weil man, das ist halt so generisch, das kann halt gar nicht bricken quasi. Und das macht diese Karten oder generell das Deckthema halt so stark. Zum Beispiel gestern hat gerade die österreichische Meisterschaft hier, die National, die hat der Eugen Heidt. Der ist ja im deutschsprachigen Raum auch ein Begriff, mit Trickster Brandish, also Trickster Himmelsjäger gewonnen. Also ja, auch mit kleiner Engine. Das heißt, ja, wir müssen noch ein bisschen abwarten, aber ich denke, das wird wahrscheinlich eher auf die Engine hinauslaufen. Genau, also dieses Thema ist ja auch quasi der Grund, warum sich die meisten wohl das Set gekauft haben, weil zu diesem Thema gehören ja auch die drei teuersten Karten des Sets. Bevor wir jetzt allerdings auf die zu sprechen kommen, es gab ja noch ein anderes Thema und zwar die Fellsöldner. Genau. Genau, die sind so ein bisschen Furry-mäßig angehaucht. Was hat's denn mit dem Thema auf sich? Was können die? Sind die gut? Verändern die irgendwas? Tja, also das ist ja angelehnt an Piraten, muss man erstmal sagen. Auch die Artworks ist viel mit Schiffen und ja, also erinnert einfach an Piraten. Die Artworks sind super gemacht, muss ich sagen. Aber ich finde das Deck nicht wirklich stark, das Deckthema. Es ist ein cooles Fun-Deck. Sie können negieren, sie haben Field Control, sie sind eigentlich, wenn sie ein Feld haben, auch sehr stark. Aber wenn man das Feld einmal bricht von denen, dann können die eigentlich nicht mehr so viel. Und da haben wir dann auch schon das Problem, was die Meta-Relevanz angeht, ist dieses Deck dann halt nicht wirklich interessant, weil wenn man das Feld bricht, dann haben sie fast keine Comeback-Chancen einfach, weil sie einfach nicht so viel mit dem Friedhof arbeiten, sondern eher mit der Hand. Okay, also mich persönlich erinnern diese Karten, ich weiß nicht mehr, wie diese Sendung hieß. Das muss ein Film gewesen sein, ein Zeichentrickfilm, wo es um auch so Piraten ging. Das waren Piraten auf, die sehen aus wie Segelschiffe, aber die konnten fliegen. Okay. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die, und an die erinnern die mich sehr, sehr stark. Genau, also das war das zweite Thema, das rauskam. Und dann wurde ja noch ein etwas älteres Thema, in Anführungszeichen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das wirklich als Thema bezeichnen kann. Supportet und zwar die Vampire mit einigen Reprints von eben alten Karten, wie zum Beispiel dem Schattenvampir oder dem blutroten Rittervampir Bram und einigen neuen Karten, wie zum Beispiel den Vampirvertrauter oder den Bewahrer und einigen anderen Karten. Ist denn dieses Deck, das war ja, soweit ich das beurteilen kann, nie wirklich spielbar, ist das Deck denn jetzt dadurch spielbarer geworden oder überhaupt in irgendeiner Form relevant? Also es ist spielbarer geworden, aber die Relevanz hat sich bei dem Deck leider gar nicht verändert. Genau, das heißt, die Karten werden sich wahrscheinlich auch alle im unteren Preissektor finden. Genau. Genau, so das sind diese drei Themen, die abgesehen von den Reprints rausgekommen sind. Ich möchte dieses Video allerdings nicht wie das letzte Video auf 40 Minuten ziehen, deswegen versuche ich da diesmal ein bisschen flotter durchzugehen und möchte jetzt nochmal kurz meine Meinung zu den drei Themen sagen. Meine Meinung bezieht sich natürlich wieder auf das Artwork-Technische. Ich persönlich finde zum Beispiel diese Himmelsjäger, die sind jetzt nicht so der Knaller. Ich finde die jetzt optisch nicht übermäßig ansprechend. Man könnte jetzt nicht behaupten, dass sie großartig hässlich wären, aber keine Ahnung, mich nehmen sie irgendwie nicht mit. Die zwei Link-Monster, die gehen, diese Main-Karte, Ray oder wie sie heißt, die finde ich persönlich jetzt
nicht so prickelnd, und dasselbe gilt auch für die Zauberkarten, abgesehen vom Nachbrenner, den finde ich auch richtig cool. Bei den Fellsöldnern ist es dann wiederum so, dass ich die ebenfalls eher so mittelmäßig finde. Sie sind auch nicht hässlich, sie sind aber auch nicht atemberaubend. Wen ich aber richtig cool von den Fellsöldnern finde, ist meine absolute Lieblingskarte von denen. Das ist dieser Bravo-Kämpfer-Fellsöldner. Den finde ich richtig geil gemacht mit diesen drei Klauen, die dann Richtung Bild zeigen. Ich persönlich finde, dass das in Ghost, auch wenn es natürlich total irre, also total widersinnig wäre, dieses in Ghost zu finden. Klar, aber so allein vom optischen Effekt her würde das mit den Krallen wahrscheinlich in Ghost richtig geil aussehen. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich zu dem Thema, weshalb ich mir sogar selbst ein Display besorgt habe. Und das heißt mal was, wenn ich mir von was ein Display besorge. Und zwar die Vampire. Also diese Karten, Creepfan hat es in seinem Opening auch schon gesagt, da kann ich ihm nur beipflichten. Das sind wirklich Artworks, die bisher alles sprengen, was ich gesehen habe. Die sind sowas von schön gezeichnet, so düster und elegant zugleich, ohne zu brutal zu wirken oder zu, wie sagt man, zu abgespaced, ne? Dass man beinahe schon sagen kann, dass das sogar den Oldschool-Sektor toppt. Zum Beispiel Karten wie Vampirrevier oder auch Vampirverlangen oder die Vampir-Scharlachgeist oder die neue Xyz-Karte, genauso wie der Vampirvertraut. Das sind alles Karten, die halt einfach optisch unglaublich was hermachen. Jetzt habe ich allerdings genug von den Artworks geschwärmt. Jetzt würde mich interessieren, es gab ja auch einige Reprints in dem Set. Dazu zählen zwei Spiegelkräfte, zum Beispiel blutsaugendes Knabenkraut, warum auch immer, ich weiß es nicht, es kommt irgendwie so ein bisschen random reingestreut vor. Und auch natürlich einige andere Vampirkarten, wie die Vampirverführerin. Welche Reprints machen in deinen Augen jetzt eher Sinn und welche sind hier eher, ja, deplatziert? Also, ein Reprint, der für mich auf jeden Fall Sinn macht, ist das Toon-Inhaltsverzeichnis. Ich glaube, die Karte gab es davor. Jetzt, also, ich bin mir nicht sicher. Gab es die schon in der Holo-Version? Ich glaube nicht. Ich glaube, aus irgendeinem Turbo-Tournament-Pack, Das irgendwie sowas könnte gab es ja sein, schon. genau. Kann Aber auf sein. jeden Fall wäre die auf jeden Fall, wenn, sehr teuer. Und da man das Toon-Inhaltsverzeichnis halt jetzt momentan in den neuen Sky Strikern sehr, sehr gut spielen kann, einfach um sein Deck auszudünnen und Zauberkarten in den Friedhof zu bekommen, ist das für mich auf jeden Fall ein Reprint, der Sinn macht, dass man die Karte relativ günstig in einer Holo-Variante bekommen kann. Ansonsten, magische Zitadelle von Endymion ist noch ein schöner Reprint. In Secret Rare gab es die halt, ich weiß gar nicht, ob es die Karte in Secret Rare da schon gab davor. Ich glaube nicht, Die ne? gab es, glaube ich, nur in Kamen aus dem Structure oder Starter Deck. Da war die relativ teuer. Ich glaube, 4 € oder so hat Genau, die genau. gekostet. Also von daher macht das auf jeden Fall Sinn. Gut, ja, ein Sündenbock ist nochmal ganz nett. Gibt es aber auch schon zig Auflagen von und ich denke. Ja, das war es eigentlich auch an den Reprints von denen, die Sinn machen. Ich meine, wir haben noch eine Verlockung der Finsternis bekommen, schon wieder. Ich frage mich, warum. Die wird jetzt auch tot geprintet. Genauso wie die törichten Begräbnisbeigaben. Es hätte auch nicht unbedingt nochmal sein müssen. Die waren einfach schon in den Structures in den vergangenen jetzt drin. Ja, und da fragt man sich, warum. Ertränkende Spiegelkraft ist noch ganz nett, ist aber eigentlich auch schon sehr, sehr oft tot geprintet worden. Oder eben der seuchenverbreitende Zombie ist noch ganz cool, aber ist jetzt alles nicht wirklich. Wo ich sage, wow, ja, dasselbe gilt eben auch für Graffa und Armageddon-Ritter. Ja, das so ähnlich dachte ich mir bei der Spiegelkraft, weil die hat ja auch sehr, sehr viele Prints Genau, schon. ja. Habe ich auch gesagt, muss das schon wieder sein. Genau. Und jetzt würde ich gerne mal auf die drei wichtigsten Karten aus dem Set zu sprechen kommen. Und da haben wir zum Beispiel einmal, also die beziehen sich ja alle auf das Himmelsjäger-Thema und sind auch die teuersten. Die eine geht, glaube ich, über 60 €, die andere 18 bis 20 und die andere 10 bis 11. Und zwar ist die eine die Himmelsjäger-Mobilisierung Angriff. Was Genau. kann die Karte? Wie selten ist sie in den Sets? Ich habe gehört, es soll eine Shortprint gewesen sein. Was macht diese Karte so spielbar, so wertvoll? Genau, also wie du schon sagst, ist auf jeden Fall die wertvollste Karte des Sets. Ob die Karte Shortprint ist, das mag sein, vielleicht, man weiß es noch nicht genau. Einige Leute ziehen sie gar nicht. Ich persönlich habe sie zweimal gezogen, in einem Display, was ja dann ziemlich krass ist, wobei das auch relativ selten ist. Aber was die Karte so spielbar macht, sie ist eben kein Once per Turn. Das ist halt schon mal super stark, weil man kann die Karte mit seinen themeninternen Link-Monster quasi wieder recyceln, zurück auf die Hand nehmen und direkt nochmal spielen und das kann man halt ein bisschen loopen. Und man kann sich halt irgendeine Himmelsjägerkarte vom Deck der Hand hinzufügen, außer sie selber. Und jetzt kommt aber der Punkt, der richtig krass ist, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man die Karte spielt, drei Zauberkarten in seinen Friedhof hat, dann darf man einfach noch eine Karte ziehen. Ja, muss ich dazu noch was sagen? Das Ich denke ist nicht, nein. super broken. Das ist natürlich heftig. Ja, genau. Und Genau. deswegen macht es ja zum Beispiel Sinn, dass man das Toon-Inhaltsverzeichnis spielt und sich am Ende dann den Cyber-Toon-Drachen sucht, weil man dadurch direkt drei Zauberkarten im Friedhof hat und die Karte eben so dann direkt mit dem Draw-Effekt auch spielbar macht. Okay, also das klingt auf jeden Fall ziemlich heftig.
Bin mal gespannt, wie sich die Karte auch in Zukunft entwickeln wird. Wir haben ja schon öfter mal Karten gehabt, die Potenzial hatten und dann doch irgendwie abgestürzt sind, aus welchen Gründen auch immer. Dann hätten wir die zweiteuerste Karte, die ich selber auch einmal gezogen habe. Wer hätte es gedacht? Und zwar Himmelsjäger Mech-Witwenanker. Die Karte, muss ich Genau. sagen, ist vom Artwork her echt geil. Aber sag mal, was kann die? Ja, also Artwork-technisch ist natürlich super gut, aber wie auch alle anderen Sky Striker-Karten natürlich kein Once-Per-Turn. Und sie sagt halt, dass man ein offenes Effektmonster auf dem Spielfeld wählen kann, die Effekte annullieren kann. Das ist jetzt erstmal nicht so genial. Es wählt halt, sagt halt auch nur offene Effektmonster. Klar, ist ganz okay, aber jetzt kommen wir wieder zum zweiten Effekt. Wenn man drei oder mehr Zauber im Friedhof hat, dann kann man die Kontrolle dieses Monsters bis zur Endphase übernehmen und das Monster kann natürlich auch noch angreifen. Das heißt, es ist sehr gut, um ja noch mehr Feldpräsenz zu haben und Boards des Gegners zu brechen, weil man kann natürlich die Karte dann dementsprechend wieder verbauen, sodass die Karte dann auch bis zur Endphase dann weg ist, dass der Gegner sie nicht mehr wiederbekommt. Okay, das klingt ganz schön gemein. Ja. Genau. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Himmelsjäger. Mein Brenner, auch eine Karte, die mir ziemlich gut gefällt von den Himmelsjägern. Und die auch ein bisschen optisch aus der Masse raussticht, finde ich, wenn ich mir gerade die Liste ansehe. Also gut, aber was kann die Karte und was macht sie so spielstark? Genau, also generell wie die zwei vorherigen auch schon, kein Once-Per-Turn. Das macht generell das ganze Thema ebenso stark. Und sie sagen, also die schränken sich halt eigentlich immer nur so ein bisschen ein, die ganzen Karten, dass man keine Monster in der Main-Monsterzone kontrollieren darf, um diese Karten zu aktivieren. Aber man hat halt in der Regel eigentlich nur das Link-Monster oben liegen und dann der Rest regeln halt die Zauberkarten. Man darf bei der Karte einfach ein offenes Monster im Spielfeld wählen, das Ganze zerstören. Okay, okayer Effekt, kann man nichts gegen sagen erstmal. Und dann kommt wieder der Zusatzeffekt, falls man drei oder mehr Zauber im Friedhof hat, kann man eine Zauberfalle auf dem Spielfeld einfach zerstören. Somit einfach noch ein themeninterner Backrow-Schuss quasi. Oho, das ist heftig. Okay. Genau, ansonsten befinden sich die Karten ja alle unter einem Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Wie denkst du, werden sich die einzelnen Themen entwickeln? Hast du da Also, irgendeine ja. Einschätzung? Also generell würde ich gerne noch auf eine Karte zu sprechen kommen, die ist zwar sehr, sehr Natürlich. billig, die ist zwar sehr billig von den Himmelsjägern, aber dennoch eine der wichtigsten. Und zwar ist das Himmelsjäger Mobilisierung Angriff eben, nicht Mobilisierung Angriff, sondern die Token Maker Karte. Wie heißt die Karte genau? Ach genau, Mechornissen Drohnen oder so müsste die heißen. Ach, die hier, genau. Genau, sie sagt, oder sie macht einfach das Token quasi und das Token, mit dem Token kann man dann seine Link-Monster bauen. Das heißt, man hat immer eigentlich, ja, das Link-Monster kann man sich so easy bauen wie noch nie zuvor eigentlich, weil man das Token, also die Karte ist auch kein Once-Per-Turn, das ist ein Quick-Spell und dann kann man sich direkt das Token damit basteln und damit ins Link-Monster gehen und ja, super stark. Okay, also wäre es theoretisch möglich, dass die Karte im Preis irgendwann auch noch steigt. Ich persönlich habe die relativ oft sogar gezogen. Ehrlich gesagt, konnte ich sie dann am Ende gar nicht mehr sehen. Ja, klar, aber trotzdem eine sehr, sehr starke Karte und für Sie das Deck ist. sehr wichtig. Okay, das ist natürlich. Und wie, nochmal mal auf eine Frage zurückzukommen, wie denkst du, entwickeln sich denn jetzt dann die Themen im Endeffekt weiter? Denkst du, dass einige Themen Zukunft haben von denen? Oder denkst du, das war jetzt eine einmalige Support-Sache, zum Beispiel für die Vampire? Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass das mit den Vampiren wohl eher eine einmaligere Sache gewesen sein wird. Und bei den Skyfangs bin ich mir jetzt nicht so wirklich bei den Felswelten, meine ich, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich denke mal, dass Brandish auch in Hauptsets noch Support bekommen wird. Genau. Also bei den Vampiren sehe ich das ähnlich wie du. Ich glaube, dass die auch erstmal keine Relevanz haben. Bei Yugi sollte man niemals nie sagen. Da wird bestimmt irgendwann auch nochmal was kommen, aber in der näheren Zukunft denke ich auch eher nicht. Felsöldner, vielleicht kommt da was. Das Deck hat auf jeden Fall Potenzial. Wenn es noch ein bisschen Support bekommt, dann könnte das durchaus was reißen. Dann bei den Himmelsjägern, da ist Support auch schon angekündigt. Auch im OCG haben die noch nicht alle Karten. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Bei uns zum Beispiel fehlt uns auch noch das Wind. Link-Monster, was es noch nicht gibt, das haben sie im OCG schon, das wird auf jeden Fall bei uns noch folgen. Also das Deck wird auf jeden Fall in der Spielstärke noch zunehmen. Und man muss eben schauen, ob das Deck selber in der puren Variante gespielt wird oder eben nur als die kleine Engine. Und die kleine Engine, die besteht halt meistens daraus, dass man dreimal die Token-Karte spielt, dass diese Hornissen drohen und eben dreimal den Mobilisierungsangriff. Und dann spielen die meisten Leute entweder noch einmal das Manöver nach, diesen Nachbrenner oder eben den Himmelsanker, den Witwenanker heißt der, glaube ich. Witwenanker, genau. Den spielt man dann auch nochmal dazu. Muss man halt gucken, wie sich das entwickelt, ob als Engine oder eben als, ja, komplettes Deck. Ja, genau. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich gehört habe, dass ja für jedes Attribut eins dieser Link-Monster erscheinen soll. Genau. Genau, okay. Also kommt quasi dann auch noch für Finsternis und so weiter, wird es dann wahrscheinlich auch noch weitere Karten geben.
Gut, ich denke mal, das war es mit der Setbesprechung. Wir sind doch relativ gut durchgekommen, würde ich sagen, aber es war jetzt auch kein allzu großes Set. Genau. Das nächste Set, das wir dann besprechen, das wird dann Cybernetic Horizon sein. Wann kommt das nochmal raus? In 3 Monaten müsste das rauskommen, ne? Müsste ungefähr hinhauen, ja. Genau. Dann sehen wir uns da zur Linkbesprechung wieder mit dem lieben Julio. Danke für das Gespräch. Gerne, Und gerne. ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.